Hallo meine Freunde, des gepflegten Let's Plays. Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Mich interessiert gerade mal, was hier in dieser Höhle drin ist. Sidianglas, Drachmen. Ein Hühnerei. Ich weiß nicht unbedingt, ob wir helfen sollen. Also Heiltränke sag ich schon. Liebestränke gibt es nicht. Und ich habe ein bisschen Bammel, dass wenn wir ihr hier Wein mit Pilzen einflößen, dass sie einfach komplett am Düsel dreht und das der Plan der Hexe ist, damit die Hexe Chancen bei ihm hat. Dass sie mehr oder minder eigentlich nur vergiften will. Wiederum will sie es unbedingt. Aber sollte man ein Kind auf die heiße Platte packen lassen beim Kochen? Das muss Kochen? Das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Nur weil es das will, auch wenn man es besser weiß. Melampos tot. Stufe 23. Ja, ich dachte mir, wenn wir die alle irgendwie One-Shot hier killen können, dann sollten wir lieber auf den Dicken gehen, weil der wird uns am meisten Öbel bereiten. Der war geil. Warum läuft meine Nase eigentlich? Entschuldigt bitte. Das Horn Gondors! Es ist erklungen! Ja, so. Besser. Husten und Schnupfen. Nein. Mehr Wein ist nicht übrig. Sonst wurde schon alles geplündert. Okay, wir... Wo, nicht wie, wo kriegen wir die Pilze her? Man findet sie in der Wiege der Mythen in Seriphos. Wilde Pilze werden im Zolllagerhaus im Süden der Insel verwaltet. Im Zolllagerhaus. Das Ding, was wir schon mal komplett geplündert hatten? Würde ja eigentlich schon Sinn machen. Phobos, das klingt fast wie... Möbos. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Johannes! Und los! Reiter geschwind! Wie der Wind! Auf das Lagerhaus, es soll es zu! Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Die wilden Pilze müssen da drin sein. Komm, gehen wir da mal hin. Es tut mir leid. Ich war eben beim Division-Spielen schon die ganze Zeit das so. Das Zolllagerhaus. Dann suche ich mal nach diesen Pilzen. Pilze. Ich hörte, man könne Waffen daraus machen. Oder ein Gift. Ich hab's vergessen. Ach, sei still. Da kommt gerade wer. Wein und wilde Pilze. Wurde das gerade schon markiert, wo wir hin müssen? Glaube ja. Ich sollte nun zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Komm mal hier hoch, ja. Nein, nicht da hoch. Da an der Kante sollst du hängen bleiben. Nein, da. Ja, nein, ja. Genau. Geht doch!
Ja, komm wieder. Wieder runter. Der ist gerade weit weg. Jetzt unsere Chance! Lauf, Johnny! Lauf! Okay, alles kein Ding. Ich weiß wirklich nicht, was gerade los ist. Nein, in den Kakao war kein Rum. Auch wenn ich Rum habe, den ich nicht trinke. Ich fand die Flasche hübsch. Frag mich. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Hier ist alles, was du haben wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Schleim. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldner. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldner. Die treibt irgendein Bambusel mit ihr. Deshalb müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Also, los, komm doch daher. Die Zeremonie beginnt morgen Nacht. Irgendwie konnte ich warten. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Warte auf die Zeremonie. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie ich warten konnte. Dafür gab es eine Taste. A little one that sail away. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tut mir leid. Warte. Navigationskampf, Interaktion. Menü, Schnelltasten. Adler, Schiff. Hä? Es klingt alles nicht sehr nach. Warten. Schiff wird es auch nicht sein. Seemanns Lieder starten, stoppen. Flammenwerfer. Meditieren, M. Triff die verliebte Frau und sprich mit ihr. Was? Söldner! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer
einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht. Aetius hat sie gewählt. Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, den am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Es gibt keinen Liebestrank, aber ich will sie töten. Aus dem Liebestrank. Na, sie hat ihn getrunken. Sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt, aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren! Töte sie, Söldner! Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldner, tu doch was! Ich kämpfe mich durch deine Leibwachen, um dich zu kriegen. Wachen! Stopp diesen Söldner! Was hast du mit meiner Frau gemacht? Das lässt du nicht, Söldner! Ja? Ist dem so? Ich glaub nicht. Ja, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo hin kann. Die anscheinend nicht. Weil die Wachen haben ja nichts getan. Muss geil sein, er hat gerade eben verkündigt, wie er heiraten will. Auf einmal kommt irgend so ein Depp und schlitzt dir die Kehle auf. Sie sagt von wegen, ja, sie hat doch betrogen, sie wollte markieren werden. Ja. Okay. Gibt auch sowas wie Verführung zu einer Straftat. Außerdem hast du ja erstmal Scheiße gebaut und betrogen, indem du deine einzige Konkurrentin, beziehungsweise die gewonnen hätte, vergiftest. Von daher, halt die Schnauze. Ja, schöne Quest, haben wir auch fertig. Haben wir... fertig. Dadurch haben wir auch neue Fähigkeiten bekommen. Whoop. Oh, das finde ich ja cool. Die Gebete einer Muri. Triff dich auf Naxos mit Murin. Naxos Schnaxos. Was ist denn jetzt schon wieder Naxos? Das ist schon wieder Naxos. Heißt, wir können hier in den Hafen und unser Schiff erstmal holen. Sehen die mich, wenn ich da unten langlaufe? Ich finde unsere Entscheidung vollkommen legitim, dass wir sie da gerade umgebracht haben.
Die hat uns um unser Geld betrogen, sie hat sie betrogen und sie war keine nette Person. Da kann man das mal machen. An der Stelle kann man aber auch mal einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns dann wieder in einer weiteren Folge. Wenn es hier heißt Let's Play Assassin's Creed Odyssey, bis dann, haut rein, tschüss.